Warten wir noch auf Alexei. Genau. Hallo. Oh, hi. Hi. Okay. Laut und deutlich alles, super. Ja, absolut. Und dann auch hallo, ihr Lieben, in die Runde. Hier sind wieder Hanna und Theresa für die Vorwärtsreihe Junges Europa. Und wir wollen, wie schon letztes Mal, mit euch und einem ganz besonderen Gast ein wichtiges Thema für die in 90 Tagen anstehende Europawahl diskutieren. Vor 2 Wochen hatten wir die wunderbare Natalia zur Ukraine da. Und dieses Mal haben wir Alexej Jussupow als unseren Gast. Hi Alexej, schön, dass du da bist. Du bist der Leiter des Russland-Programms bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und genau dazu wollen wir heute auch mit dir sprechen. Hi, ich freue mich dabei zu sein. Freut mich sehr. Dann würde ich auch schon loslegen, direkt mit der ersten Frage an dich. Und zwar zur Lage aktuell in Russland. Du bist einer der wenigen Deutschen, die immer noch regelmäßig Kontakt mit der russischen Zivilgesellschaft pflegst und auch noch nach Russland reist. Wir wollen dich fragen, wie hat der Angriffskrieg denn die Gesellschaft beeinflusst? Und wie wirken sich auch die Sanktionen aus? Okay, die große Frage, mit der wir beginnen. Der Krieg, was hat er mit der russischen Gesellschaft gemacht? Ich glaube, sehr, sehr viel, in unterschiedlichen Dimensionen. Ich meine, die offensichtlichsten sind das Schrumpfen des öffentlichen Raums. Das ist klar, dass mit dem Ansinnen, diesen Krieg einerseits als Priorität, ja fast als Staatsziel zu verfolgen, andererseits den nicht zu sehr auf die Normalität der Mehrheit abfärben zu lassen. Und das ist nämlich die Kombi, die der Kreml fährt. Einerseits klar, alles für den Krieg. Die Steuern werden zum ersten Mal seit sehr langer Zeit demnächst erhöht, was eine ziemliche Sensation ist für innerrussische Verhältnisse. Die hatten eine Flat Tax und waren auch immer stolz darauf, so eine Art Steueroase zu sein im europäischen Vergleich. Auf der anderen Seite ist der Krieg wenig präsent. Also es ist nicht so, dass wenn man durch russische Innenstädte geht, ich muss dazu sagen, ich kenne vor allem Moskau aus engster Anschauung, wie auch so die unmittelbare Umgebung, einfach aufgrund der Tatsache, dass wenn man etwas weiter weg rausfährt als ein klar erkennbarer Ausländer, dazu auch noch mit einem politischen Hintergrund, dann checkt man ein Hotel ein, weil man muss es ja legal machen, man darf nicht einfach so irgendwo absteigen. Die Hotels melden das sofort und am nächsten Morgen stehen dann schon die Uniformierten mit den Schulterklappen und möchten ein freundliches Gespräch führen, was man denn so vorhat in ihrer Stadt. Das hat dann nicht wirklich einen Zweck, ne? Aber in so einem Umkreis von ein paar hundert Kilometern, die man so bewältigt, dass man raus und wieder reinfährt am selben Tag, ohne diese besagte Hotelübernachtung, kriegt man relativ viel mit. Und ich würde sagen, die wichtigsten Beobachtungen sind die, der Krieg war am Anfang präsenter als jetzt. Also wir sehen eine kontinuierliche Normalisierung des Ganzen. Es ist weniger Propaganda da, es ist weniger Mobilisierungs- und Rekrutierungswerbung zu sehen. Ich würde sagen, noch im letzten Sommer, bis kurz nach der Prigozhin-Revolte, konnte man in der Moskauer U-Bahn QR-Codes vorfinden, einfach an den Waggons. Auf die hat man mit dem Smartphone gezeigt und das waren Rekrutierungs-Chatbots. Ne? Also, die haben dann mit dir gechattet und so Fragen gestellt: Hast du einen Führerschein? Was hast du sonst für Skills? Wie alt bist du? Wie fit bist du? Alles automatisiert und dann wurde man auch schon mit einer Schätzung konfrontiert, wie viel Geld man so verdienen könnte. Also, na, vom Gefühl her, es gibt Fußball, es gibt Urlaub, es gibt Wirtschaft, es gibt Wetternachrichten und es gibt Krieg. Es ist nicht tabuisiert, es schwebt aber auch nicht über allem, sondern es ist Teil des Normalen. Das ist eine große Errungenschaft des Kremls, würde ich sagen, weil es eben das Ganze zu so einer Art, naja, Normalität macht. Das ist das eine. Das andere ist aber für die kritische Zivilgesellschaft, ist das sicherlich seit Beginn dieser Großinvasion ein absolut nie dagewesener Ausnahmezustand. Repressionen haben ein Höchstmaß erreicht an Beliebigkeit. Und man muss dann mal sagen, wenn man das mit der sowjetischen Repression vergleicht, nicht die absoluten Zahlen sind wichtig, sondern die Frage, weiß man, ob man morgen abgeholt wird wegen irgendeines Vorwurfs. Und das hat einfach ein Ausmaß erreicht, dass man das einfach nicht verneinen kann. Und das macht den Massencharakter aus.
nicht, dass das jetzt Hunderttausende sind wie im Stalinismus, sondern es ist halt völlig beliebig geworden. Ne? Und das macht Russland natürlich zu einer sehr schweigenden Gesellschaft. Die Probleme sind da, aber man schweigt sich aus und ich würde sagen, auch im Privaten, damit schließe ich mal diese erste Antwort ab, im Privaten ist das so ein bisschen wie bei Covid in Deutschland. Ne? Im ersten Covid-Jahr hat man sich so richtig die Köpfe noch eingeschlagen, auch in Familien und in Freundeskreisen. Und im zweiten wusste man doch in etwa, wo wer steht und hat das Thema gemieden, weil man muss ja miteinander leben. Das ist sehr, sehr ähnlich mit dem Kriegsthema in Russland. 2022, 2023 war das ein Spannungsthema. Es war in kleineren Zirkeln zu spüren, unter Kollegen, unter Freunden, sehr stark unter Generationen. Da gibt es auch eine gute soziologische Forschung zu. Je jünger man ist, desto tendenzieller ist man gegen den Krieg. Je älter, desto tendenzieller ist man für den Krieg. Und jetzt schweigt man einfach. Man wartet auf das, was kommt und keiner hat eine Ahnung, wie lange das Ganze noch dauert. Okay, also vielen Dank für diesen ersten Rundumschlag schon mal. Du hast ja zwei Bereiche erwähnt, in denen die russische Gesellschaft ja trotzdem weiterhin sehr stark von dem Krieg auch selber betroffen ist. Also das ist zum einen die Wirtschaft, also wenn es sich jetzt tatsächlich auf die Steuerpolitik auswirkt, ist das so, und aber auch die Mobilisierung. Also viele Russinnen und Russen werden jemanden kennen, der oder die auch tatsächlich an der Front ist oder in irgendeiner Art und Weise mit diesem Krieg verbunden ist. Und dementsprechend, also wie wirkt sich das denn aus? Also wir sprechen ja in Deutschland häufig davon, dass Russland auf eine Kriegswirtschaft umgestellt hat. Ist das wirklich so wirtschaftlich auch zu spüren? Und dann, man sieht ja immer wieder diese Bilder von den Müttern, also die russischen Müttern, die dagegen demonstrieren und sich dagegen wehren, dass ihre Söhne an der Front sind. Aber wie weit verbreitet sind diese beiden Auswirkungen wirklich in der russischen Gesellschaft? Ich fange mal mit den wirtschaftspolitischen oder mit den wirtschaftlichen Folgen an. Also zum einen ist es ja immer so, wenn man einen Politiker fragt, ob die Sanktionen funktionieren, wird er wahrscheinlich sagen, nein, einen westlichen Politiker, weil die nicht zu erwünschten Verhaltensänderungen führen. Fragt man einen Wirtschaftswissenschaftler, dann sagen sie in der Regel, klar, kann man auch messen, ist aber eben die Frage, was hat man für Erwartungen, wie die funktionieren. Also Sanktionen machen es auf jeden Fall der russischen Wirtschaft insgesamt sehr viel schwieriger zu agieren und in Hochtechnologiebereichen, aber auch beim Energiehandel ist es ganz klar messbar. Ohne Sanktionen hätte Russland ein noch viel leichteres Spiel. Dass man trotzdem nachhinein Artefakte sieht, wie gestiegene Einnahmen auf dem Energiemarkt, dass das mit dem Ölpreisdeckel funktioniert, das sind alles Dinge, die man nicht hat kommen sehen, auch auf der russischen Seite nicht. Ne? Also sie waren nicht Teil der russischen Strategie, sondern so sieht es wohl aus, wenn in einer hochglobalisierten Wirtschaft ein Wirtschaftssubjekt plötzlich es darauf ankommen lässt, ob es isoliert werden kann. Und wenn auch die Bundesregierung sagt, naja, natürlich wollen wir den Ölpreisdeckel, aber wir wollen jetzt auch nicht das russische Öl dem Weltmarkt entziehen, dann muss man sagen, klar, man kämpft halt ne, mit einer Hand oder man hat mehrere Ziele, die man verfolgt. Russland verfolgt fast nur ein Ziel und der Westen nicht und dementsprechend sind die Sanktionen nicht so vollumfänglich. Also man ist irgendwo auf dieser Achse zwischen Hilflosigkeit oder sagen wir mal Machtlosigkeit und Allmacht ist man natürlich weder dort noch dort, sondern man ist irgendwo in der Mitte. Und bei diesen Wirtschaftseffekten sieht man immer mehr, je länger das andauert. Ne? Also im Endeffekt ist es so, es gibt ein sehr gutes Papier auch bei Carnegie zu den Trade-offs, zu den Güterabwägungen, die der Kreml treffen muss, wirtschaftlich. Und im Endeffekt ist das Argument ganz simpel, das nennt sich Putins Trilemma. Er hat drei Ziele, die es auf lange Sicht aufrechtzuerhalten nicht möglich sein wird. Aber wir sind noch nicht so weit, dass wir das unmittelbar schon sehen, obwohl ein bisschen kann man es erkennen. Und die drei Ziele sind, das erste habe ich erwähnt, der Bevölkerung im Schnitt soll der Krieg so vorkommen, als wäre es etwas, was mit denen nicht unbedingt was zu tun hat. Ja, also es ist weit weg und wenn man jetzt eben nicht zu den Familien gehört, deine zweite Frage, die unmittelbar betroffen sind, ja, dann spielt es vor allem im Fernsehen ab. Ne? Wenn man jetzt auch nicht in Südrussland lebt, wo man das auch vielleicht durch Drohnenangriffe oder durch entgleiste Züge oder durch Dieselknappheit, die es auch auf dem Markt gibt, man merkt es nicht. Das kostet Geld. Ne? Das kostet natürlich auch Geld, weil man den Rubel stabilisieren muss. Russland hat viele Reserven, viele Einnahmen, aber das ist eine Mammutaufgabe. Also es ist sozusagen diese makroökonomische Stabilität ist das eine. Das andere ist,
Die Konsumenten sollen das nicht so spüren, also Dinge sollen erschwinglich bleiben, Kredite sollen refinanzierbar bleiben. Russland ist eine Gesellschaft, die sehr viele Kredite bei Eigentumskauf, auch bei Konsum, also es gibt sehr viele Konsumkredite für Autos, für Kühlschränke, für Fernsehen. Da wäre eine Bankenkrise genau das Falsche. Also man muss das im Lot halten. Und das dritte Ziel ist das, was landläufig, und du hast es auch so formuliert, dass Russland stellt auf Kriegswirtschaft um. Was heißt das genau? Also ich würde es immer qualifizieren und sagen, naja, die zivile Wirtschaft läuft weiterhin, ohne dass sie jetzt zweckentfremdet wird, aber die militärische Wirtschaft, die militärischen Sektoren und ihre begleitenden Sektoren, also Logistik vor allem, aber auch Elektrizität und IT, die das bedienen, sie genießen Priorität. Und sie genießen Priorität, weil der Staat da einfach unfassbar Geld reinpumpt. Die Rede ist unter Wirtschaftswissenschaftlern von militärischem Keynesianismus. Ja klar, der Staat kann eine aktive Rolle in der Wirtschaft einnehmen. Wenn er das in einem militärischen Sektor macht, dann läuft die Wirtschaft heiß. Das hat alles einen Preis, der aber allerdings vielleicht erst in 3, 4, 5 Jahren zu spüren sein wird. Und dieses Dilemma, makroökonomische Stabilität, Konsumenten sollen es nicht spüren und gleichzeitig finanziert man so ein Kriegseffort. Das kann man machen, aber nicht unendlich lange. Deswegen oft, wenn man sagt, die Zeit spielt gegen die Ukraine, ja, die Zeit spielt auch gegen Russland, vielleicht halt etwas langsamer. Das muss man sich vor Augen führen. Und vielleicht noch ein kurzer Punkt zu, wo sieht man schon jetzt, dass das nicht ganz so gut funktioniert? Drei Beispiele. Zum einen Konsumentenlaune. Es gibt so indirekte Umfragen. Also wenn man Umfragen macht, die sehr politisch sind, dann muss man damit rechnen, dass die Ergebnisse in Russland nicht besonders aussagekräftig sind. Aber es gibt ja auch Umfragen, die apolitisch klingen. Zum Beispiel eben, erzählen Sie, was planen Sie mit Ihrem Geld? Also wie verändert sich Verhalten beim Sparen, beim Konsum, bei den Anlagen? Da merkt man natürlich, dass der Planungshorizont von vielen Menschen extremst nach vorne rückt und viele Leute so in einem halben Jahr Abstand planen und nicht mehr in 3, 5 oder so, wie vor dem großen Krieg. Das merkt man. Dann gibt es ein ganz konkretes Beispiel, also diese Steuern erhöhen. Also man möchte den fiskalischen Raum vergrößern, weil man einfach so nicht mehr weitermachen kann. Und auf der anderen Seite, interessanterweise sind Wirtschaftsstatistiken, Wirtschaftsdaten und auch Wirtschaftszeitungen sehr unzensuriert. Also man kann sich einfach einen Happen russischer Wirtschaftszeitungen schnappen. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass der Kreml denkt, damit die Wirtschaft ihre Probleme auch lösen können muss, muss sie drüber reden können. Also das ist eben der wesentliche Unterschied zur Marktwirtschaft und da wird viele Ideen generiert. Also man kann sehr gut nachlesen, zum Beispiel, was im Arbeitsmarkt los ist. Auf dem Arbeitsmarkt ist das so, dass technische Berufe, Elektriker, Ingenieure, Motoristen, so wirklich Techniker, unglaublich fehlen, schon jetzt im zivilen Bereich, weil die Gehälter angekurbelt durch diesen militärischen Keynesianismus in militärischen Jobs, also dieselben Jobs, aber im militärischen Bereich 2, 3, 4 Mal mehr zahlen. Und da sind Leute, die dann fehlen. Die fehlen bei den öffentlichen Betrieben in den Städten, bei den Stadtwerken, die fehlen bei Krankenhäusern, die fehlen bei zivilen Unternehmen. Das wird man merken. Also die fehlen jetzt schon. Die Statistik ist so, dass das die Berufe sind, wo die allermeisten Stellen auf dem Markt nicht besetzbar sind. Ne? Da suchen die allermeisten 60% fehlende Stellen. Das kann man natürlich durch Arbeitsmigration und sonst wie ausgleichen. Aber das ist ein direkter Effekt und der ist jetzt schon da. Der strukturelle Effekt, klar, das ist ein zeitlicher Lag. Also wahrscheinlich dauert es. Aber den sehen wir jetzt schon auf dem Arbeitsmarkt. Und ein dritter Punkt ist, als Beispiel im letzten Herbst bei der Ernte und der Süden Russlands, genauso wie die Ukraine, diese südlicheren Gebiete sind sehr wichtig für die Landwirtschaft, gab es eine regelrechte Dieselkrise. Warum? Weil mit diesem Ölpreisdeckel gibt es natürlich Effekte, die dazu führen, dass man nicht so frei verkaufen kann wie früher. Trotzdem ist es lukrativer, ins Ausland zu verkaufen, weil es eine harte Währung dafür gibt, zurück. Nicht immer, bei Rupees zum Beispiel nicht, aber trotzdem, als die domestisch zu verarbeiten. Und einige kleinere Ölförderer haben gesagt, naja, bevor wir das hier raffinieren lassen in Russland, verkaufen wir es einfach, das Rohöl nach draußen, weil die Nachfrage so groß ist. Und das hat gefehlt. Und das hat dazu geführt, dass große landwirtschaftliche Betriebe keinen Diesel gefunden haben, weil auch das russische Militär in Eigenversorgung im Süden Russlands halt Diesel einfach von den Tankstellen einkauft. Also der Traktor und der Panzer fahren denselben Treibstoff. Und die Kombination dieser Effekte hat dazu geführt, dass
viele Landwirtschaftsbetriebe Alarm geschlagen haben und gesagt haben, okay, wenn wir jetzt das nicht gelöst bekommen, dann gibt es die Ernte nicht, dann gibt es keine Saatsaison, dann gibt es ein Jahr später ein richtiges Problem. Und die russische Regierung musste in der Handsteuerung intervenieren, mehrere Raffinerien sozusagen wieder in Betrieb setzen, die eigentlich nicht in Betrieb waren, und Exporte verbieten, damit das Rohöl das Land nicht verlässt. Dann merkt man, wie viel Handsteuerung sowas braucht, und da sind die Auswirkungen von diesem Dilemma. Jetzt ganz kurz noch zu deiner zweiten Frage mit der Mobilisierung und mit den Familien. Also die Proteste, die man sieht, sind ja nicht nur Mütter, sondern Frauen oder Schwestern der Männer. Das ist eine sehr interessante Form der Proteste. Die richten sich nicht per se gegen den Krieg, sondern es sind Gerechtigkeitsproteste gegen die Ungleichverteilung der Belastung durch die Mobilisierung. Die Mobilisierung war ja nicht vollumfänglich. Sie hat eine bestimmte Anzahl an Männern rekrutiert und dann wurde sie gestoppt, unter anderem, weil man gemerkt hat, was für eine krasse Unruhe das in der Gesellschaft auslöst. Na, wenn man den Krieg eben irgendwo hat, aber jetzt nicht selbst mit seinem eigenen Leben verbinden muss, ist es was anderes, als wenn man das Gefühl hat, der Staat kommt in dein Wohnzimmer und schnappt dich oder deinen Bruder oder deinen Mann. Das ist ein ganz anderer Deal, der so eigentlich in Russland, auch in Russland, immer noch nicht funktioniert. Dann hat man also teilmobilisiert und dann hat es eingefroren. Und diese Leute sind diejenigen, die noch leben, immer noch an der Front und kommen nicht zurück. Müssen eigentlich zurück. Das Mobilisierungsgesetz gibt auch keine Fristen. Da steht nichts von, die werden für ein Jahr mobilisiert oder für zwei oder für drei. Das heißt, es sind eigentlich interessanterweise Gerechtigkeitsproteste, die sagen, okay, mag ja sein, dass der Staat hier eine patriotische Pflicht ausruft, aber die Last wird ungleich verteilt. Warum sind das nur unsere Familien? Und der russische Staat weiß nicht so recht, damit umzugehen. Weil einerseits kann er das nicht wirklich lösen. Er möchte nicht nochmal mobilisieren, weil eben das Unruhepotenzial groß ist. Auf der anderen Seite jetzt Frauen und Müttern der Mobilisierten polizeilich ins Gesicht irgendwie schlagen mit einem Schlagstock unter Kamera und Blitzlichtern, ist auch irgendwie nicht das Beste. Deswegen sehen wir so viel von diesen Protesten, die ja absurderweise sogar auf dem Roten Platz passieren, am Kreml. Also das ist so ein ungelöstes Dilemma für den Kreml, wie man damit umgeht. Trotzdem ist es natürlich eine sehr, sehr kleine Gruppe von Familien, die so agieren. Und der Grund ist eigentlich auch, dass diese Mobilisierung vor allem kommerziell angetrieben wird. Das Geld, das der russische Staat hier Männern anbietet, ist im Vergleich zu anderen Optionen so gut, so absurd es klingt, das Lukrativste, was man zurzeit machen kann in Russland als mittelalter Mann, ist, in den Krieg zu ziehen, egal was man davon hält. Und wenn man dann noch stirbt, dann bekommt die Familie eine in Dollar umgerechnet sechsstellige Summe. Damit ist man schuldfrei für eine Generation, damit kann man den Kindern was ermöglichen. Also im Endeffekt ist es eine Lotterie. Und wie Lotterien in anderen Ländern, auch in Deutschland, Staatsaufgabe sind, ist jetzt Kriegslotterie im Endeffekt ein Angebot des russischen Staates für den sozialen Aufstieg. Und solche Entscheidungen werden mitunter von Familien schon von vornherein getroffen. Und das senkt natürlich enorm das Empörungsmomentum danach, weil, naja, das war halt eine Lotterie. Und das ist das Perfide, weil er so kapitalistisch und gewinnorientiert eingefädelt wird, dass im Endeffekt hier gar nicht im Vordergrund steht, dass der Staat Männer zwanghaft in den Krieg schickt. Das gibt es auch. Ich will das nicht verneinen. Es gibt auch die Gefängnismobilisierung. Das gibt es auch alles. Aber primär geht es ums Geld. Und solange das Geld da ist, kann man so weitermachen. Ja, in dieser Woche vom 15. bis 17. finden ja auch die Präsidentschaftswahlen in Russland statt. Und ich denke, wir können sagen, dass das Ergebnis im Vorfeld eigentlich bereits bekannt ist. Vier Kandidierende sind registriert. Es gab einen Kandidaten, Boris Nadestin, der den Angriffskrieg klar abgelehnt hat und er wurde disqualifiziert. Unsere Frage an dich ist, wie blickst du auf die Wahlen und gibt es irgendwelche Zeichen, die auch die internationale Gemeinschaft beachten sollte? Also ich glaube, das Spannende an innenpolitischen Entwicklungen in Russland ist, dass das alles, was wir sehen, ziemlich überraschend kommt, auch für die Experten-Community. Ob es die Prigozhin-Revolte ist, ob es diese Kandidatur von Boris Nadezhdin ist, die du ansprichst, ob es die Trauerschlangen, Warteschlangen für Nawalny sind, all diese Dinge kommen überraschend, sie kommen auch für den Kreml überraschend. Und man merkt das auch an den ständig wechselnden Strategien im Umgang mit solchen Phänomenen. Zu dieser Wahl, man kann sie in Anführungszeichen setzen. Ich glaube, wir wissen alle, dass es nicht bei der Wahl darum geht, dass da irgendwie
politischer Wettbewerb stattfindet. Trotzdem kann sie und darf sie selbst in dieser spätputinschen Logik zu 100% gefaked sein. Also es ist vor allem ein Plebiszit. Wie oft in autoritären Regimen sind es einfach andere Erwartungen, die Potentaten an die Wahlen stellen. Und hier ist es schon so, dass das eine riesige Kraftanstrengung ist für den russischen Staat, das zu organisieren und zu begleiten und die Kampagnen und dieser Wettbewerb, aber auch die Organisation. Und gemessen an anderen Wahlen von Wladimir Putin selbst ist das die am wenigsten legitime jetzt schon, wo man so viel reingeben muss an Manipulation und Steuerung. Das sieht man zum Beispiel in diesem Wahlzettel, den du ansprichst. Also 4 Kandidaten, so wenig waren es noch nie. Es waren immer mehr. Und darunter waren unterschiedliche Positionen und Ideen. Und klar, das meiste davon war immer gefingert und manipuliert. Trotzdem war das ein Effort, den das System investiert hat, um diesen Pluralismus zumindest darzustellen. Es ist niemand mehr da aus den 90er Jahren. Also Wladimir Putin hat bis zum Schluss immer jemanden auf dem Zettel gehabt, die so ein bisschen aus seinen eigenen Anfängen kommen. Die Altliberalen wie Jawlinski oder die Altkommunisten. Hier sind das alles No-Names, die jetzt da geblieben sind. Und das wichtigste Ereignis dieser Wahlkampagne ist sicherlich der Tod von Alexei Nawalny. Und das hatte man sicherlich nicht so vor. Also schon eine besondere Zeit. Zu Boris Nadjerdin. Es ist klar, dass er toleriert worden ist. Also er hat sozusagen, damit man Kandidat wird, muss man nach der neuesten Rechtslage sehr viele Unterschriften sammeln, was nahezu unmöglich ist. Und die Überraschung bestand eben darin, dass da ein eigentlicher No-Name, der auch nicht charismatisch ist, nicht ulkig und ziemlich ulkig und bei dem man auch bis zum Schluss das Gefühl hat, naja, der ist mit abgesegnet vom Kreml, dass trotzdem so viele Menschen erscheinen und ihre Unterschriften leisten, womit sie ja auch ihre Personaldaten dem Staat quasi übergeben. Also und sagen, ja, ich bin für diesen Kandidaten, weil er sagt, der Krieg ist ein Fehler. Das ist ein ziemliches politisches Statement. Meine persönliche Theorie ist, dass man durchaus ihn zulassen wollte, um später auch nach dem Ende des Krieges, was vielleicht in einem Jahr oder in zwei passiert, behaupten zu können, man integriert die Antikriegsposition wieder in so eine Art nationalen Konsensus, dass man sagen kann, ja, ja, 10% haben ihn gewählt, die sind uns auch nicht unwichtig, wir hören die Sorgen, deswegen jetzt irgendeine Art Friedensvertrag oder so. Also das ist meine persönliche Theorie. Aber es wurde zu bunt, es wurde zu schnell, zu erfolgreich mobilisiert, weil eben die Menschen es in Kauf genommen haben und erschienen sind. Und ehrlich gesagt, wenn man das zusammennimmt mit den Trauerschlangen für Nawalny, dann stellt man fest, okay, wir verstehen jetzt besser, was für ein Risiko so ein Durchschnittsbewohner von einer großen Stadt bereit ist, auf sich zu nehmen. Die wissen alle, dass sie identifizierbar sind. Es gibt auch Gesichtserfassungssysteme überall in Moskau, durch China auch geliefert. Das heißt, niemand hat irgendwie Zweifel, dass die Polizei dann zu einem findet, wenn man zu so einer Aktion erscheint. Darauf folgen normalerweise nicht nur Bußgelder, sondern Verwarnungen und Haftstrafen nach dem Ordnungswidrigkeitsrecht von 15 Tagen. Also wir sehen sozusagen, das scheint mittlerweile akzeptabel zu sein, selbst für Ältere, selbst für Jüngere, selbst für Minderjährige. Und das ist natürlich bei weitem jetzt nicht das Dissidenzniveau von Belarus von 2020, aber sowas entwickelt sich. Ein Schmerzniveau, was sich erstmal einstellt, geht immer weiter. Und das ist die wichtigste Lehre, glaube ich, auch für europäische und westliche Beobachter, die Stadtbevölkerungen von Russland nutzen jede erdenkliche Möglichkeit, um ihren anhaltenden Dissens zum Krieg zu zeigen. Und immer wenn der Kreml sagt, guck mal, das ist sogar fast legal, dann kommen Zehntausende. Und das ist einfach wichtig zu wissen und sich vergegenwärtigen, dass eben es gibt einen großen Konsens, dass der Krieg halt so ist, wie der ist, ein Teil der Normalität. Aber es gibt auch diesen sehr, sehr großen Dissens, der eben selbst bei einem Kandidaten, der völlig aussichtslos ist, sagt, egal, Hauptsache, es gibt hier irgendeine Möglichkeit zu zeigen und auch sich jeweils zu sehen und zu erkennen, dass man nicht alleine ist. Das würde ich auf jeden Fall als Hauptbotschaft identifizieren. Das ist ja eigentlich schon was, schon ein bisschen hoffnungsvoll sogar, obwohl es natürlich völlig aussichtslos ist, jetzt im innenpolitischen Gemenge etwas zu ändern. Aber
Vielleicht auch davon dann der Sprung ein bisschen außerhalb Russlands. Es sind ja nicht alle DissidentInnen noch also in Russland. Viele sind gegangen, viele sind auch vor der Mobilisierung geflohen, vor den Sanktionen. Es gibt mittlerweile eine sehr große russische Diaspora, sehr stark angewachsen im Kaukasus, im Westbalkan, aber auch innerhalb der EU, innerhalb von europäischen Ländern. Ich weiß, du arbeitest auch viel mit diesen. Gerne. Ja, es ging um den. Sorry, es ging um den Zustand der Diaspora. Also vor allen Dingen in der EU, aber grundsätzlich auch natürlich. Also sind sehr unterschiedliche Communities, die da so rausgegangen sind. Ja, also das Verbindende ist, dass das ein politisches Exil ist. Ich meine, die postsowjetische Migration gibt es ja schon länger und Deutschland sind es ja mehrere Millionen Menschen, aber es sind immer andere Beweggründe gewesen, vor allem wirtschaftlich oder menschenrechtlich oder persönlich, historisch. Aber die Leute, die jetzt 22 erst nach dem Überfall und dann nach der Mobilisierung und jetzt auch peu à peu gehen, gehen natürlich aufgrund politischer Überlegungen. Das ist das Verbindende, das ist neu. Und oft haben die mehr Schwierigkeiten, irgendwie den richtigen Ton zu finden bei eben älter eingesessenen russischen Auswanderinnen, weil die eben ganz anders ticken. Ne? So, also die verbindet oft mit der ukrainischen Diaspora mehr politisch und ideell als, sagen wir mal, Leute, die in den 80er oder 90er Jahren aus der Sowjetunion nach Russland gegangen sind. Es ist schon so, dass einfach man nicht unterschätzen kann, wie schwer so eine Exilsituation wiegt. Ne? Also wie lange es dauert, bis Menschen sich fangen, in neuen Situationen verstehen. Also im Gegensatz zu der belarussischen, die ja sehr kompakt war, also der kurze Landweg nach Litauen oder Polen, also sozusagen einmal kurz rüber und dann diese freundliche Staaten, die das auch unterstützen, klar, geringerer Integrationsdruck, andere Lage, haben viele jetzt ein Problem, dass sie überall sind, also in Spanien und in Portugal und in Deutschland und in Warschau und in Riga und in Finnland und sonst wo, wo überall unterschiedliche Kontexte sind, rechtlich, politisch, von den Erwartungen der Öffentlichkeit her. Das wirkt erstmal demobilisierend. Und das andere ist sicherlich diese lähmende Einsicht, die in jedem Exil irgendwann eintritt. Und egal, ob es das iranische ist oder das syrische oder das burmesische oder das belarussische, ein Wandel im Herkunftsland kommt nie aus dem Exil heraus. Also eine politische Tätigkeit, die man dort anstrebt, kann identitätsstiftend und wichtig sein und hilfreich, aber es wird in aller Regel, beziehungsweise eigentlich fast immer, nicht den Unterschied ausmachen, solange Dinge in Russland sich nicht ändern. Und das ist eine schwere Erkenntnis, wenn dann gleich so viele Journalisten rausgehen. Ne? Also die haben zumindest noch einen Job, den sie performen können. Man hat es an den Statistiken gesehen. Klar, Leute in Russland gucken jetzt nicht unbedingt diese Exilmedien, aber wenn dann sowas passiert wie die Prigozhin-Revolte und man gleichzeitig ein tiefes Misstrauen hat gegenüber den offiziellen Medien, dann schalten alle ein bei den Exilmedien, um zu wissen, was wirklich passiert. Das ist eine wichtige Funktion. Aber es sind ja nicht nur Journalisten. Für viele von ihnen sind eben diese Communities und diese Räume weggefallen und es gibt viel Depolitisierung, es gibt auch Selbstmorde und psychische Erkrankungen, es gibt Menschen, die zurückgehen. Also das ist nicht so, als könnte man jetzt sagen, grundsätzlich geht das in die eine oder andere Richtung. Die Rolle, die Julia Nawalny spielen kann, ist aber trotzdem ziemlich einmalig, eben weil sie so einzigartig, ich habe dazu auch bei Vorwärts ist der Text entschieden, so ein bisschen was aufgeschrieben, sehr einzigartig die emotionale Komponente kombiniert. Also die Witwe, die Wegbegleiterin von Alexei Nawalny, die eben diesen Schmerz und diese Trauer annimmt und aufnimmt und kommunikativ verarbeitet von so vielen, Hunderttausend, eigentlich Millionen von Menschen. Und auf der anderen Seite ist sie ein politischer Akteur, war sie von Anfang an. Also sie ist keine sozusagen Ehefrau-Witwe primär, sondern sie ist durch und durch ein politischer Mensch. Und Alexei Nawalny hat auch oft gesagt, genau deswegen hat er sie gefunden und geheiratet. Also sie war ein wichtiger, vielleicht der wichtigste Begleiter, Begleiterin, Beraterin von ihm. Und jetzt wird sich zeigen, inwiefern sie diese Kombi gut nutzen kann. Die ersten Schritte sind ermutigend, aber es gibt auch bestimmte Risiken. Und diese Risiken sind sehr klar. Wenn man mit dem Team von ihr redet, verstehen sie, dass die Erfahrung von Svetlana Tichanowskaja auch eben zeigt, dass man bestimmte Dinge eigentlich nicht machen sollte. Also wenn man
den Anspruch hat, in Russland auch nach dem Krieg oder nach Wladimir Putin bei einer Erschütterung anknüpfungsfähig zu sein, darf man nicht zu sehr wie eine westliche Agentin aussehen. Also sich komplett aushalten zu lassen von der deutschen Regierung mit Finanzhilfen und so weiter, wäre einfach ein Fehler. Also man muss das aus eigener Kraft schaffen, ob durch Crowdfunding oder Gelder russischer Businessleute im Exil, egal wie, aber nicht auf dem Gehaltszettel einer westlichen Regierung. Und das Zweite, was schwierig zu kommunizieren, aber wichtig zu verstehen ist, für diese Anschlussfähigkeit in Russland danach kann die Ukraine-Solidarität nicht der erste Talking Point von Julia Nawalny sein. Sie muss unterscheidbar bleiben für Russinnen und Russen als jemand, die auch ihre Interessen im Blick hat. Vor allem, wenn ein schwieriges politisches Schicksal bevorsteht, mit einer Niederlage, mit Reparationen, mit Verhandlungen zu Sanktionen, dann sind natürlich Interessen unterscheidbar anders. Und Julia Nawalny ist pro-ukrainisch. Ich glaube, da gibt es einfach keinen Zweifel. Man kann jetzt auf ihr Twitter gehen. Sie gratuliert zu Oscar für 20 Days of Mariupol. Sie übernimmt die Einsichten von Alexei Nawalny, der in seiner Karriere zuletzt ganz klar gesagt hat, Unterstützung der Ukraine ist ein unabdingbarer Teil des Kampfs gegen Putinismus. Wir sind der andere Teil davon. Aber die kann halt nicht immer damit loslaufen. Und das wird viele enttäuschen, weil sie kann sich nicht leisten, eigentlich vor allem hörbar zu werden mit Ukraine-Botschaften. Da müssen auch Russland-Botschaften dabei sein. Und das ist sozusagen die Abwägung, wo wir alle sehen werden, ob sie die hinbekommt, weil das ist eine ziemlich schwierige Gratwanderung, die ihr da bevorsteht. Zum Thema russische Propaganda, Desinformation. Wie groß ist das Problem, eventuell auch mit Blick auf EU-Wahlen? Wie schätzt du das ein? Oh, also okay, ich formuliere es so. Die gibt es. Ich finde, es ist ein leichtes, immer auf die zu verweisen, als den Grund für etwas. Also zum Beispiel das amerikanische Beispiel, wo es einen Versuch gegeben hat, durch gekaufte Facebook-Inhalte Einfluss zu nehmen auf die politische Meinung, finde ich völlig aus der Proportion gerissen, wie die Wirkung davon war. Das kann man ja auch untersuchen, ob man mit gekauften Posts, selbst wenn man 10.000 davon kauft, eine politische Meinung wirklich zum Umschwung bringen kann. Ich halte es immer für gefährlich, die Ursache für politische Polarisierung und Spaltung in den Gesellschaften auf einen externen Akteur zu schieben. Die gibt es zunächst in unserer Gesellschaft und dann wird die ausgebeutet, auch durch Russland. Und ich finde sozusagen, das ist so ein bisschen wie Wolf rufen immer. Ja, natürlich sind sie auf der Suche nach Rissen, nach Problemen, nach Fake Stories. Aber das beste Beispiel ist, es gab diesen sehr berühmten Fall mit dem Mädchen Lisa aus Berlin, aus Marzahn. 20, was war das, 16, wo es gelungen ist, aus einer nicht sehr kommunikativen und responsiven Haltung deutscher Behörden, die nicht geübt waren, auf Russisch zu kommunizieren, eine Fake-Geschichte zu konstruieren. So, das ist nie wieder gelungen. Das ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür, wie sehr auch deutsche Behörden gelernt haben, denn Versuche hat es gegeben. 2022 gab es eine Story über eine angebliche Stecherei, wo angeblich ein junger Russe von Ukrainer niedergestochen worden ist. Innerhalb von Stunden hat die örtliche Polizeibehörde auf Russisch kommuniziert, um auch zu verhindern, dass Menschen das Gefühl haben, warum kommunizieren die deutschen Medien nicht, schalte ich doch mal lieber das russische Fernsehen ein. Denn das muss man sagen, ein Teil davon ist halt auch das eigene Informationsangebot. Und je mehr es russisch Sprechende gibt mit deutschen Hintergründen und Staatsangehörigkeit in den deutschen Medien, in den deutschen Polizeibehörden, sonst wo, und das ist einfach der normale Fortgang ihrer Integration und ihrer Biografie, desto geringer sind die Chancen, dass man von außen irgendwas anstacheln kann. Man muss einfach sagen, Russland und ihre Dienste sind eher schlecht bei der Analyse dessen, wie offene Gesellschaften funktionieren. Die gesamte Ukraine-Intervention ist das beste Beispiel dafür, dass die nicht verstehen, wie offene Gesellschaften ticken und funktionieren. Insofern würde ich das Thema nicht immer so überbewerten. Okay. Das ist schon sehr hilfreich. Vielleicht als letzte Frage nochmal diese europäische Perspektive von, also wirklich auch von, auf Blick von Policy-Maßnahmen. Es wird ja häufig darüber diskutiert, was die EU noch mehr machen könnte in ihrer gemeinsamen Russland-Politik. Und du hast die Ölpreisdeckelung am Anfang ja schon auch beschrieben, die Sanktionsmaßnahmen. Jetzt gibt es immer wieder diese Idee, doch russische Vermögenswerte in der EU festzusetzen. Spricht man von ungefähr 200 Milliarden. Das ist eigentlich auch ein großer Batzen.
und dann an die Ukraine zu geben. Es gibt auch andere Ideen, aber was sind denn so Maßnahmen? Also wie stehst du zu dieser Idee von der Konfiszierung der Vermögenswerte, aber auch zu anderen Ideen? Also was könnte noch mehr gemacht werden, um effektiver zu agieren? Wie so oft bei solchen Policy-Geschichten sind die weniger attraktiven Forderungen, die nicht so prägnant sind, finde ich, die wichtigeren. Also Sanktionsumgehung sind einfach, es ist Wirtschaftskriminalität. Und wenn man besser wird, in dem Wirtschaftskriminalität zu bekämpfen, die man ja auch ohne den Sanktionskontext schon hat, ne? Ob es das Bundeskriminalamt ist, was irgendwie in Deutschland entstehen soll, ob es ein europäischer Datenaustausch ist, desto leichter wird es sein, bereits beschlossene Maßnahmen wirklich effektiv zu machen. Denn das Paradox ist natürlich, man verhängt Sanktionen und es ist wirklich nicht besonders schwer für russische Akteure, die zu umgehen. Ja, das hat einfach damit zu tun, dass wenn die Amerikaner das machen, die an der US Treasury einen wirklichen Wirtschaftsgeheimdienst haben, der Analyse macht, Nachverfolgung, den kann man nicht so einfach kommen mit Briefkastenfirmen und mit unterschiedlichen Schreibweisen eines selben Nachnamens und mit irgendwelchen Steueroasen. Den europäischen Behörden kann man sehr leicht so entwischen. Und das gilt ja schon für europäische Wirtschaftskriminelle. Und wenn da noch zahlungsstarke russische Akteure kommen, ob staatlich oder privat, dann ist das oft das eigentliche Problem, dass man sagt, naja, klar, es ist ehrenvoll und kompliziert genug, immer ein immer weiteres Sanktionspaket zu schnüren. Aber eigentlich würde ich mir wünschen, dass man das ernst nimmt. Was würde uns hier als Europäische Union auch sonst gut tun, wenn Wirtschaftskriminalität und Umgehung von Geldwäschegesetzen und Steuergesetzen und sowas einfach schwerer würde? Man muss einfach der Wahrheit so ein bisschen ins Gesicht gucken und sagen, das ist nicht besonders schwer, wenn man Geld hat in Europa. So, das ist so der eine Punkt. Der zweite, der auch universell ist, finde ich, deswegen umso mehr angehen. Der zweite Punkt ist, ich finde es gute Maßnahmen. Ich glaube, über die Zeit muss man Sanktionsregime einfach mal weiterentwickeln, weil die haben natürlich einen Grenznutzen, Grenzeffekt, wegen der Anpassungsleistung auf der anderen Seite. Was mir aber politisch fehlt, mittlerweile wissen wir, dass Sanktionen natürlich insofern gescheitert sind, als dass sie zur Anwendung kommen mussten. Also das Beste an Sanktionen ist natürlich ihre Signalwirkung. Lass mal, sonst gibt es das. Also da, die Phase haben wir schon durch. Okay, dann sind wir jetzt in dieser Sanktionsspirale. Und was mir natürlich fehlt, ist schon auch ein politischer Zugang zu Spaltung der russischen Elite. Also wenn unser Endgame so ist, wir haben gesprochen, der Wechsel muss wahrscheinlich von innen kommen. Ich will ihn nicht aufs Exil setzen. Die sind wichtig in bestimmten Funktionen, aber nicht als Akteur des Wandels. Und wenn wir darauf setzen, dass Russland militärisch mit rationalen Mitteln nicht besiegbar ist, als Inhaberin von Atomwaffen, dann bleibt die Frage, okay, dann müssen wir auf eine Elitewechsel, Elitespaltung warten. Da stellt sich die Frage, können wir nicht was tun dafür, dass die realistischer oder schneller passiert? Und das muss aber bedeuten, dass wir in unseren Sanktionsstrategien, so unangenehm es klingt, Incentives einbauen für eine Elitespaltung. Also müssen wir darüber reden, über Signaling, nämlich, dass man sagt, Leute, Putin ist nicht euer einzige Alternative. Es gibt Möglichkeiten, ihm den Rücken zu kehren. Das und das und das sind die Möglichkeiten. Zum Beispiel, man könnte ja auch einfach einen Sonderbeauftragten benennen für sowas. Allein das würde schon helfen, weil dann Oligarchen und Minister sagen würden, okay, da gibt es einen europäischen Spitzenbeamten, mit dem ich vielleicht mal diskret Kontakt aufnehmen könnte in Dubai oder in Genf oder sowas. Und dann muss man halt über diese Kontinuitäten reden und sagen, naja, du sagst zu, das kann man schön verbinden zum Beispiel, 30% deines eingefrorenen Vermögens wird der Ukraine ersatzlos übergeben zu Wiederaufbauzwecken. Das ist für uns die Konditionalität, damit wir mit dir ein Gespräch darüber beginnen, dass es für dich später mal keine strafrechtlichen Transaktionen gibt. Sowas. Das war jetzt ein Beispiel. Aber das fehlt ja in Gänze. Und das ist etwas, was ich mir wünsche für die nächsten Jahre. Vielen, vielen Dank dir. Das war super spannend, da einen Einblick zu bekommen. Sehr gern. Ja, damit sind wir auch eigentlich schon wieder am Ende unserer kurzzeitig unterbrochenen halben Stunde. Aber ja, ich habe schon wieder sehr viel mitgenommen, wie immer, wenn ich mit dir spreche. Und ich hoffe, unsere ZuhörerInnen auch. Und ja, dann bis ganz bald. Danke, bis bald und bis zur nächsten Folge. Freut Tschüss. uns. Tschüss, macht's gut.